Andreas Patz und Co. Klingbeil, sie wollen die Flaute endlich beenden. Wo, wenn nicht hier? Jena gegen Luckenwalde gab es bislang 7-mal die Bilanz. Sensationell. 6 Siege, 14:0. Tore. Carl Zeiss, ganz in Schwarz, begann gut. Moyomo nicht zu bremsen. Seine Hereingabe findet Verkamp. Der geht zu Boden. Und Rasmus Jessen zeigt sofort auf den Punkt. Rankic will's nicht wahrhaben, aber die Entscheidung des Schiedsrichters korrekt. Rankic trifft nur den Gegner, nicht den Ball. Der Gefaulte trat selbst an. Seinen letzten Elfmeter gegen Erfurt hat er verwandelt. Pascal Verkamp. So auch heute. Die frühe Führung für Carl Zeiss tut so gut nach schwierigen Wochen. Erneut kein Tor aus dem Spiel heraus. Carl Zeiss ist es völlig egal. Das dritte Elfmetertor in Serie. Es war eine zähe Partie. Beide Teams taten sich schwer. Das ist Goeth mit schönem Seitenwechsel auf Koplin. Der wird nicht attackiert von Hoppe und findet Plumpe. Ein Tor hat er bislang gemacht gegen Chemie Leipzig. Hier trifft er nur die Latte. Hoppe zu weit weg vom Gegner. Ebenso wie Gibson. Carl Zeiss nicht gut sortiert. Luckenwalde bislang noch sieglos in dieser Saison heute, aber mutig. Wieder zu viel Platz für Koplin. Seine Hereingabe geblockt von Lemmel und dann vehemente Proteste der Gastgeber. Durchaus nachvollziehbar. Lemmels Ellenbogen abgespreizt vom Körper. Carl Zeiss hat Glück, dass Jessen nicht auf den Punkt zeigt. In der 45. Minute nochmal Hoppe mit dem Freistoß. Dahlke und Striezel verpassen. Der Kapitän kracht zusammen mit dem Pfosten, konnte aber weitermachen. Das Ganze vor den Augen von, hoher Besuch, Maxi Arnold. Kumpel von Luckenwaldes Pascal Borowski. Gestern noch Bundesliga-Torschütze, heute Regionalliga. Jena ist ja schnell in Führung gegangen durch den Elfmeter. Da muss ich aber sagen, hat sich Luckenwalde ganz klar gesteigert. Meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft. Mit ein bisschen Glück. Ich glaube, das könnt ihr dann nochmal auflösen, ob das dann ein Elfmeter, Handelfmeter war, da kurz vor Schluss. Ich glaube, wir sehen ein sehr, sehr packendes, sehr, sehr intensives Spiel auch. Und ich bin froh, heute hier zu sein. Und auch in Durchgang 2 hielt Luckenwalde den Druck hoch. 48. Spielminute, Hellwig beim Eckball. Da ist Rankic, der Ausgleich für Luckenwalde durchaus verdient. Rankic, erst verursacht er den Elfer, dann trifft er zum Ausgleich, weil Carl Zeiss schlecht verteidigt. Dahlke lässt den Torschützen ziehen und Kunz verschätzt sich beim Rauslaufen. Nur eine Minute später, der Stadionsprecher sagt noch das Tor an Carl Zeiss mit dem unmittelbaren Gegenstoß. Verkamp auf Dahlke und Thoms, der älteste Spieler der Regionalliga Nordost, ist zur Stelle. Hoppe macht den Ball nochmal scharf, wirklich gefährlich wird's nicht. Andreas Patz, es droht das 5. Spiel in Folge ohne Sieg. Zumal die Gastgeber nicht locker lassen. Becker mit starkem Spiel auf Plumpe. Striezel geht nicht in den Zweikampf. Plumpe darf abziehen, erneut Alu-Pech für den Mittelstürmer. Riesendusel für den FCC, der sich in Halbzeit 2 erschreckend passiv, fast lethargisch präsentierte gegen den Drittletzten der Tabelle. 65. Minute, Hellwig mit Platz und wieder Kunz. Auch der Nachschuss wird gefährlich. Kunz gegen Hellwig, er bekommt sein Bein kaum weg. Jena verteidigt erneut schwach und hat wieder Glück und immer wieder Gefahr nach Standardsituationen. Erneut Hellwig, diesmal andere Variante. Hadl macht den Ball wieder heiß und Plumpe vergibt den nächsten Hochkaräter. Der Abstiegskandidat ließ zu viel liegen. Von Jena kam offensiv gar nichts mehr. Die Nachspielzeit, nochmal Freistoßmöglichkeit für Becker. Halili hält den Kopf rein und dann war's das. Es blieb beim 1:1. Carl Zeiss Jena nach 10 Spieltagen schon mit 10 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze. Ich gucke mich nach dem BRK, nicht nach dem Tabellenplatz 1. Das war nicht unser Ziel. Unser Ziel war es, so lange wie möglich oben dran zu bleiben, oben mitzumischen.
ja, von Woche zu schauen. Und deswegen interessiert mich das nicht, was der BRK da oben macht. Der FCC langsam, aber sicher ratlos. 5 Spiele ohne Sieg. 5 Spiele ohne Tor aus dem Spiel heraus. Jena hinkt den eigenen Ansprüchen hinterher und droht im Mittelmaß zu versinken.